Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist der Abend, bevor das Video rauskommt tatsächlich, also ihr seid sozusagen komplett live dabei. Heute erkläre ich euch den Barspin auf dem Bike. Let's go! Dann braucht ihr natürlich einen Helm und Vorbildfunktion heute nicht erfüllt, aber schon am besten auch noch, damit ihr den, wenn ihr die ersten Male probiert, wenn ihr mal ein bisschen hinfliegt, dass ihr dann auch safe seid. So Freunde, wir fangen direkt an mit dem ersten Step. Ihr sucht euch erstmal eine Wand oder eine kleine Mauer oder hier eine Bank zum Beispiel und dehnt euch erstmal an. Ihr könnt jetzt schon mal den Lenker so ein bisschen spinnen, damit ihr so ein bisschen das Gefühl bekommt für den Barspin, wie ihr den merkt. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr mit links vorne steht, dreht ihr den Lenker nach links, wenn ihr mit rechts vorne steht, nach rechts. So Freunde, dann stellt ihr euren Sattel auf die passende Höhe, dass ihr wirklich perfekt mit euren Knien den Sattel klemmen könnt, dass das Bike nicht im Barspin einfach unter euch wegrutscht. Beim nächsten Step fahrt ihr wirklich erstmal los und klemmt mit euren Knien den Sattel. Ihr könnt jetzt schon mal so ein bisschen hochziehen. Ihr könnt da jetzt auch schon mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Im Endeffekt müsst ihr dann nur beide Schritte kombinieren. Einfach losfahren, den Sattel klemmen, hochziehen, einfach mal den Lenker werfen. Ja Freunde, das war's jetzt schon mal mit dem Pickup-Barspin. Jetzt gehen wir weiter zum Bunnyhop-Barspin. So Freunde, für den Bunnyhop-Barspin müsst ihr natürlich erstmal den Bunnyhop und den Pickup-Barspin können. Im Grunde genommen macht ihr wirklich einfach nur einen Bunnyhop. Ein ganz wichtiger Punkt ist, den viele nicht beachten, ist, dass man wirklich in einem super, super hohen Bunnyhop abspringen muss, so gut wie man es hinkriegt, dann wirklich erst am höchsten Punkt klemmt und dann direkt einfach den Lenker umwirft.